Mein Team hat mir unterschiedliche Outfits zu verschiedenen Anlässen bestellt, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um die krasseste YouTuber-Umwandlung aller Zeiten zu sehen. Ich habe Angst, weil Alex diese Sachen rausgesucht hat. Aber du findest, ich habe keinen Style oder was? Du hast gerade eine Badehose an. Badehose, nein. Das ist gerade Alex-Style, deswegen ich bin sehr gespannt auf das erste Outfit. Aber bist du bereit für das erste Outfit? Alex, natürlich bin ich bereit, sonst würde ich hier nicht sitzen, verkabeln mit dem Mikro. Jedes Mal stellt er diese Frage, ey, ich kacke ab. Ich geh's dir holen und ich bin mir so bewusst, dass du dieses Outfit lieben wirst. Lieben? Lieben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden alles davon wieder zurücksenden. Kommt der an, bringt mir meine eigenen Schuhe. Ja, wir wollen ja auch nicht immer nur Sachen bestellen, sondern man kann ja auch Sachen schon einmal, die du besitzt, weil das ist ja ein gutes Anzeichen dafür, dass du das Outfit toll finden wirst. Also, wir haben einmal deine, die sind schon ein bisschen schmutzig, ne? Ja, das sind diese Sandalenschuhe hier. Dann habe ich dir hier einen, ich glaube, man nennt das mittlerweile auch irgendwie Einteiler oder Set, also ein Set bestellt. Onesie? Von Zara. Nee, kein Onesie. Ah, ich dachte ein Onesie. Okay, das wir haben so hier ein Hemd. Genau, das ist so ein Hemd. Dann hätte ich ehrlich gesagt, hätte ich vor 3 Jahren direkt gesagt, nee, kaufe ich auf gar keinen Fall. Aber mittlerweile so, dieser Vibe hier ist schon ganz geil. Unterzieht-T-Shirt, einfach basic, ach sogar genau. Unterhemd, Alex. Unterhemd, damit krass, man ein bisschen oder? Bizeps sieht. Ne? Und passend zum Hemd auch noch eine Hose. Eine kurze Hose. Ja, kurze Hose. Das ist so ein bisschen Mallorca-Style, so ein bisschen Beach. Ja, aber dann hätte ich eher die hier als lange Hose gefühlt oder so eine Leinenhose. Ja? Ja. Und das ist jetzt so ein Outfit, was ich so strandmäßig, beachen. Ja, ja schon. So abends, so Beachclub vielleicht, schön essen gehen. 30 Grad. Club komme ich ja nicht rein. Stimmt, stimmt. Das ist schlecht. Oh, der Tag hängt mir im Arsch. You ready, guys? Are you ready for summer 2024? Ladies and Gentlemen, welcome to Ibiza, Mykonos, Beach Club. Bisschen hier Takatiki, hier bisschen Tequila auf dem Tisch, bisschen Tapas essen, paar hübsche Mädels, bisschen Hausmusik, bin doch da. Also ich muss sagen, es sieht schon krass aus, oder? Ich fühle mich total unwohl. Es kratzt komplett. Liegt vielleicht auch am Tag, der mir hier die Halsritze aufritzt. Wahrscheinlich das Tag, ja. Ja. Aber es ist krass. Ich wirke hier drin zwar noch mehr Lappen, als ich eh schon bin. Weil das irgendwie mit diesen Streifen nach unten, das ist ja generell so, wenn es vertikale Streifen sind, dann macht es einen dünner. Wenn es waagerechte Streifen sind, dann macht es einen eher ein bisschen breiter oder lässt es einen wirken. Aber für mich gerade, sehr geil. Die Farbwahl finde ich sehr cool. Ob ich so behalten würde, ich glaube eher nicht. Ich finde es sehr gut. Ich gebe dem Ganzen 8 von 10 auf der Lukas-Skala. Du brauchst eine Sonnenbrille. Ist eine Sonnenbrille auch noch mit dabei? Ja, das ist eigentlich meine, aber ich glaube, die macht es. Guck dir das an. Jetzt ist es eine 7 von 10. Okay, wir machen direkt weiter. Ich habe ja die letzten Jahre in Berlin gewohnt und ich dachte, wir müssen hier ein bisschen Berlin-Fashion reinbringen. Nein, Sandra hat mir auch schon mal ein Berlin-Outfit zusammengestellt. Das hier ist nicht so ein Raver-Outfit, sondern das ist einfach nur eine Berliner Brand erstmal. Und so würden Leute in Berlin auch rumlaufen. Aha. Und ich habe dir wunderschöne Schuhe mitgebracht. Josef, komm mal her, ich zeige dir schon mal die Schuhe. Die darf Blazer noch nicht sehen. Ich glaube, er wird die hassen. Oh mein Gott. Nein, Freddy hat doch genau diese Schuhe. Das kann sein, ja. Der hatte die letztens an, wo wir tanzen waren. Aber zu Freddy passt das auch. Das ist ein Kollege von uns, der tanzt dann auch so. Und dann tanzt er so wieder zurück. Und dann macht er irgendwie so mit seinen Füßen irgendwie immer. Und der tanzt so Salsa und so ein Krams. Aber bei mir, Digga, Schuhgröße 600. Und was trage ich hier drunter? Ja, du hast ja ein T-Shirt dabei. Ich habe ein Unterhemd. Das kannst du ja anlassen. Digga, was ist das für eine Hose? Bro, hier passe ich 5-mal rein. Bin ich, Alter. Wer kein? Seid ihr bereit? Für den Raver Berlin Fashion Week Boy. Meine Damen und Herren, wir haben Schuhe, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, wie die heißen, was sie sagen oder was ich damit darstellen soll. Schuhgröße ist ca. 3 Nummern zu groß. Ich komme jedes Mal, wenn ich laufe, hinten wieder raus. Die Hose, naja, ich bin ganz ehrlich, da hätte ein 17 Luca reingepasst. Oberteil chillig, bin ich ganz ehrlich. Also den Sweater. Also ich finde es sehr nice. Ich finde, du siehst so ein bisschen wie UFO 361 aus gerade. Wer ist das? Er ist ein Rapper, aber wir blenden mal hier neben ein Bild ein, wie UFO 361 eigentlich aussieht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Welche Skala gebe ich meinem Outfit? 0. Hä? Ich sehe mich hier auch überhaupt nicht drin wieder. Alles ab hier ist kompletter Quatsch. Ab hier ist minus 3 von 10. Aber Pulli ist in Ordnung, finde ich. Also den Pulli, wenn ich jetzt hier irgendwie eine chillige kurze Hose anhätte und andere Schuhe, weiße Tennissocken, Sportschuhe, dann fände ich es okay. Aber die Hose und das zerstört es komplett. Also im Gesamtpaket, Alex, kriegst du von mir hier wirklich leider eine 1 nee, von also, 10. Ich glaube, es passt aber nicht zu dir, aber das sieht schon sehr fresh aus zusammen. Findest du? Ja. Bist du bereit für dein nächstes Outfit? Es Alex, ich sitze hier, ich bin bereit, ja. Es gibt gerade einen Trend auf TikTok. Wann gibt es keinen Trend auf TikTok? Natürlich, es gibt einen Trend, da kommt ja noch ein Relativsatz dahinter. Ein Relativsatz? Mhm.
kommt jetzt. Und zwar ein Trend, der sich um Dalahon-Outfits dreht. Ja, ja. Ah, du weißt es sogar, sehr gut. Ja, klar. Deshalb habe ich dir hier ein wunderschönes Versace-T-Shirt. Nein, nein, nein. Ein Jogginganzug. Nein. Eine schöne Kette und... Nein. Nein. Nein, Nike-Tams. Ich wollte dir eigentlich sind noch... Sind das Tams? Ja, das sind halt für Schnikes. Das sind auch irgendeine Limited Edition. Da stand, ich darf nur einen davon in den Warenkorb machen. Der kostet irgendwie 250 Euro oder so. Und ich wollte eigentlich noch so eine Gucci-Cap und so eine Gucci-Tasche, so eine Bauchtasche bestellen. So eine, oder so diese, die haben ja immer diese Aktentaschen, diese Notebook-Taschen so dabei. Aber man kann bei Gucci, wenn man da Sachen kauft, kann man die nicht einfach so zurückgeben, sondern die geben dir dann einen Gutschein. Wusstest du, dass ich bei Gucci mal das teuerste Produkt bestellt habe für ein YouTube-Video? Ich fühle mich hier wie der Glöckner von Notre Dame. Das ist jetzt ein Dalahon-Outfit. Ja, zumindest TikTok wird das so nennen, glaube ich. Das ist ja dieser Song, der da. Ich kenne den Rapper auch nicht, keine Ahnung. Aber ich bin gespannt. Einfach Versace-Shirt. Wenn ich sehe schon die ganze Zeit die Schuhe und die Hose und das reicht mir. Ich würde sagen, die Schuhe, die reichen schon. Könnt ihr bitte eure Shorts halten? Was für Schuhe? Hä? Was sagst du, was für Schuhe? Warum sagst du Schuhe, hä? Was sagst du Schuhe, hä? Was hast du für ein Problem mit meinen Schuhen, haben wir noch gehört? Was ist dein Problem, Sigtigit? Was willst du, hä? Hast du ein Problem oder was? Ich lieb's. Hast du ein Problem? Bisschen Rückenschmerzen und so, aber das passt schon. Also da geht so eine Rolle auf, ne? Hast du ein Problem oder was, ne? Ja. Willst du was kaufen? Oder sag, willst du was kaufen? Das ist jetzt nicht nee. Willst du was kaufen? Ja, ich kann dir nicht ganz halten. Scheiße. Wie könnt ihr denn so stabil dann sitzen? Übung. Aber Kette ist krass. Das ist stark. Soll ich den Ring machen? Mach mir Ring, ja. Ah. Quadrat. Boah, es fehlt aber halt wirklich diese Gucci-Cap jetzt dazu, die wäre. Ist dein Kanal oder meiner? Was für ein Ding? Halt mal deine Schnauze, Digga. Verstehe ich nicht. Was will der jetzt schon wieder? Was redet der in meinem Video? Hallo, weg da! Steinrechner, das ist deiner. Was machst du hier? Plan? Was ist das? Computer. Ich glaube, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, Justus, mit dem Outfit hier. Der dreht komplett durch. Wir haben ihn verloren. Luca ist jetzt offiziell ein Dalahon. Wir sehen ihn jetzt nur noch mit dem Outfit. Aber Schuhe und so ist geil, ne? Ja. Ich komm zurück. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich sehe mich gerade zum ersten Mal. Ich glaube, ich habe mir beide Finger gebrochen gerade beim Boxen gegen die Wand, ne? Das ist geistkrank. Ich war so drin in meiner Rolle, es tut beides so unfassbar weh, haben wir einen Kühlakku. Ey, weißt du, wie ich gegen diese Tafel geschlagen habe? Alter, das ist ja richtig rot. Guck mal deinen kleinen Finger. Ja, ich habe genau hiermit getroffen. Ich wollte mich nicht hiermit treffen, weil hier habe ich letztes Mal schon Schmerzen gehabt. Dann dachte ich, ich mach hiermit. Digga, das tut so weh. Ich bin so ein dummer Idiot. Ich hatte einfach andere Talons haben Schlachten im Frankfurt Hauptbahnhof. Ich habe gegen unsere Tafel. Das Krasseste ist, egal ob Outfit oder nicht, meine Nase passt auf jeden Fall. Ah, man macht Socken auch so, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Nee, eher nicht. Nee. Nee? Ja, so ist ein Stück drüber. Bin so da, Freunde. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Was ist das nächste Outfit? Sitzt ein Dalahon auch so auf dem Stuhl oben drauf? Ich sitze nicht, ich präsentiere mich. Nächste Outfit, ganz andere Richtung. Okay. Ich hasse ihn unnormal deutlich. Zieh dir mal nachher eine rüber nach dem Dreh. Wir gehen wieder zurück nach Mallorca. Kriegst wieder so ein... Malle, was ist das? Ein Set, aber diesmal das Hemd nicht offen. Komm ich denn von Frankfurt Hauptbahnhof? All blue. All blue. Fährt Zug nach Ding? Nach Mallorca. Ja. Ich glaube, fährst du Zug? Eher mit so Scooter, oder? E-Scooter, kann ich machen nach Mallorca. Ja, mach. Muss ich da Dings über Atlantik? Über Atlantik, genau. Ja, okay. Und das Outfit anziehen. Gut. Was ist das? Unterhose oder was? Ja. Wo ist Marke? Wo ist Gucci? Steht nicht? Was ist das? Leinen. Was ist das, Sarah? Leinen. Sarah, wer ist es? Meine Ex hieß Sarah. Fünfmal betrogen. Seine pro Schwester. Tag. Was ist meine Schwester? Gehst du auf Familie oder was? Ja. Ich kann nicht mehr, wirklich. Was ist das Mallorca-Outfit? Ja. Ja, okay. Meine Hände tun noch so weh, das ist geistkrank. Dalahon. 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 Ach, Freunde. Wollt ihr noch mal eine Performance haben oder was? Hä? Zugabe! Ich schwör's dir, nur mit T-Shirt ist noch schlimmer. Oh mein Gott. Wer bin ich? Was habt ihr mit mir gemacht? Ich bin da! Endlich bin ich da! Mein Leben! Hallo. Ich bin der Patron.
ich bin so drin. Ich würde am liebsten ganz Zeit zu bleiben, ja? Oh, hast du Stress gemacht, ne? Ja, dann. Willst du Stress mit mir? Ja. Willst du Stress, ne? Sag, willst du Stress? Ja. Warum lachst du? Warum lachst du? Haben wir Stress? Haben wir Stress oder was los mit dir? Was los mit dir? Hast du Stress? Hast du Stress? Haben wir Stress oder was? Hast du ein Problem? Er hat mich so hart angespuckt beim ersten Mal. Das schlimmste Dreh, den wir je hatten. Ich bin auch so low-key, irgendwie erkältet, Pollenallergie, mein Kopf dreht durch. Aber auch wie die Hose so halb runterhängt hinten, ne? Jetzt, da kommt jemand. Oh nein, das ist ein alter Herr. Ich bleib so, ne? Hast du was dagegen? Nee, ich feier's. Ich hab gesehen, du hast gelacht. Ja, ich glaube. Lach mir noch einmal so ins Gesicht. Lach mir einmal so ins Gesicht. Einmal! Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Guck mal, er lacht ja auch selber. Wo lach ich, hä? Dieses Einlachen in mein Gesicht. Gar nichts. Sick, die Gitter mit Narkolium. Was für Gründe. Mir ist beim Umziehen hier gerade aufgefallen, dass ich das Talon-Outfit noch gar nicht bewertet habe. Ich muss sagen, es passt zu 100%. Also es ist eine 10 von 10 ausgewählt von dir, Alex, auf jeden Fall. Vielen Dank, vielen Dank. Ob ich selbst so rumlaufen würde, wage ich natürlich zu bezweifeln, auch wenn ich die Rolle natürlich, finde ich, ganz gut gespielt habe, oder? Ja, ich finde auch, also ich sehe dich ab nächster Woche da drin, wirklich. Ich sehe mich auch so. Doch. Aber jetzt kommen wir zum Mallorca-Outfit. Mallorca Calling, Ladies and Gentlemen. Das hier ist basically eigentlich genau das gleiche Outfit wie das erste. Du hast es aber auch falsch angezogen, mein Lieber. Eigentlich sollte das ohne das weiße T-Shirt sein. Ja, aber ich gehe jetzt ja nicht nackt rein. Nein, ich finde es mit weiß, sieht eigentlich auch ganz okay aus. Du sollst das Hemd zumachen dann. Nee, also ich bin immer eher Fan von irgendwie was drunter anziehen und dann irgendwie Hemd so lässig drüber. Also das finde ich geiler, als wenn das Hemd jetzt offen wäre. Weil man hat zumindest, ich finde auch so von hinten, man hat, wenn das so ein kompletter Teil ist, finde ich nicht so geil. Aber wenn da so ein bisschen sowas Weißes zum Layern ist, ist eigentlich ganz geil. Es ist aber genauso wie das erste Outfit, finde ich. Weil ich habe auch wieder diese Birkenstocks hier an. Dann habe ich natürlich eine kurze Hose, die zum Hemd passt und ein weißes Shirt darunter. Also so war es geplant, Josef. So soll das eigentlich aussehen. Jetzt sieht es auch so ein bisschen aus wie Malermeister. Was für Maler? Soll ich nochmal Talon-Outfit anziehen, Alex? Also ich gebe diesem Outfit hier, bin ich ganz ehrlich, eine 8 von 10. Das würdest du anziehen, so, ne? Finde ich ganz geil, ja. Passt ganz gut. Bereit für dein letztes Outfit. Ich sitze hier, Alex. Ich bin bereit. Ich habe dir deine Lieblingsschuhe eingepackt. Ich weiß nämlich, dass du die hast. Eine richtig geile Jacke. Nein, Talamon. Ach so, Salomon heißen die, aber gut. Salomon. Wir haben wunderschöne Salomon-Sneaker. Im Endeffekt die gleichen, die ich gerade anhab, aber in weiß. Oh mein Gott, die sehen genauso aus wie diese Talahohn-Dinger, die ich gerade anhatte, nur in weiß. Nein. Dann haben wir hier eine, ich weiß, wie nennt man das, wenn das so Jeans ist? Shorts? So eine Jeans, die eigentlich eine Shorts ist? Jeans-Short? Eine kurze Jeans-Hose, genau. Oder wie? Ja. Boah, nee. Ich glaube, ich bin gar kein Fan von. Die ist halt wirklich auch so drei Viertel, ne? So, oder wie nennt man das so? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Und richtig geile Jacke. Die ist auch übrigens sehr teuer. Ich glaube, die kostet 500 Euro. 500? Ja. Alex, beruhig dich bitte. Wir schicken das alles zurück. Ich gehe pleite hier noch mit euch. Ja, nein, ich dachte, du willst das alles behalten. Behalt nur Talahohn-Outfit. Ich will einfach wieder mein Talahohn-Outfit zurück. Da habe ich mich so wohl drin gefühlt. Alter, ihr habt mich in meine Socken durchgeschwitzt. Sie ist ein Berlin City Girl. Meine Damen und Herren, das nächste und dementsprechend auch letzte Outfit für heute. Ich schaue es mir mal eben hier im Spiegel an. Ach du heilige Scheiße, das würde ich so auf jeden Fall niemals rocken. Ich muss sagen, die Schuhe sind sehr bequem, aber ich fand auch diese Talahohn-Schuhe, diese Nike TNs wurden sehr bequem. Sehr krass, bleibe allerdings bei meinen Campus und Air Force und Jordan Mix. Die Hose ist halt Quatsch. Ich finde die Jacke ganz cool. Die Jacke ist wirklich sehr, sehr chillig. Ja, die ist geil, ne? Also die könnte ich mir sogar vorstellen zu behalten, aber 500 Euro wäre mir persönlich zu teuer. Was ist, wenn ich das T-Shirt hier so ein bisschen raushängen lasse? Nee, macht's auch nicht besser. Ich glaube, die Hose macht's kaputt. Warte, ich krempel die Hose mal kurz hoch. Nee, hochgekrempelt erst recht nicht. Hochkrempel ist ganz schlimm. Und mach mal die Hose ist generell Quatsch. Also eine Jeans und dann auch noch kurz, finde ich, geht gar nicht. Da würde ich eher irgendeine kurze Shorts tragen oder eine Badehose wie Alex. Pff. Ehrlich gesagt, wenn man die Hose rausnimmt, würde ich sagen, ist eine 9 von 10. Also obenrum könnte ich mir vorstellen, das zu tragen. Schuhe sind auch lässig, sind chillig. Aber die Hose macht's kaputt. Mach mal Jacke auch mal zu. Ich glaube, wenn die zu ist, sieht noch geiler aus. Die Jacke kostet nicht 500. Was ist das für eine Marke? Dickies, oder? Diesel. Diesel? Mhm. Nicht Benzin. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Diesel. Diese Jacke kostet 400 Euro. Das ist es uns allen nicht wert. Das war's von Mein Team bestellt mir Outfits. Was soll Alex mir als nächstes bestellen? Habt ihr Ideen, Inspirationen? Schreibt's unten in die Kommentare. Bin ich ein guter Talon? Ja, Talon war stark.